Willkommen bei Eschbacher. Ja, guten Abend miteinander. Herzlich also, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei uns in Nabor. Danke euch daheim, dass ihr den Wochenausklang mit uns verbringt. Hier ist so wunderbare Stimmung. Perfekt. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob es euch manchmal ein bisschen gleich geht wie mir. Wenn man so von den sozialen Medien redet, dann habe ich zwischen den Eindruck, eigentlich machen sie uns immer unsozialer. Wir schnurren nicht mehr miteinander, sondern wir schicken uns ein SMS, wir schauen uns gegenseitig in die Augen, diskutieren ein Problem oder eine Erfahrung, sondern, wie gesagt, machen ein Foto auf Instagram oder auf Facebook. Ja, und darum haben wir gefunden, es wäre vielleicht wieder mal an der Zeit, von Angesicht zu Angesicht miteinander reden und Erfahrungen austauschen. Und genau das machen unsere Gäste, das sind nämlich meine Gesprächspartner heute Abend. Der Mann, der bänkelt uns ein paar provokative Thesen an den Kopf. Die Kirche, die katholische wie die reformierte, kann sich eigentlich das Leben nehmen. Sagt ein Ex-Priester und reformierter Pfarrer. Tönt nach Lampen. Ja, und die Frau, die hat mit ihrer Kamera als Fotografin am Tod tief in die Augen geschaut. Sie dokumentiert, wie in Papua-Neuguinea ein Stammeshäuptling zur Mumie wird. Und er ist der einzige Kung-Fu-Meister der Schweiz, der in diesem Orden ist und im legendären Shaolin-Kloster Kunst von diesem buddhistischen Kampfritual gelehrt hat. Und das macht er seit Jahren auch als Lehrer in Luzern. Ja, und mein erster Gast, der hat sozusagen das digitale Facebook mit seinem analogen Face-O-Mat ersetzt. Face-O-Was, werdet ihr euch jetzt fragen. Also, ihr versteht wahrscheinlich nur einen Bahnhof. Aber genau gesagt, seit 5 Jahren trötschelt er in der ganzen Welt umeinander mit einer Art Kartonschachtel. Die hat ein Guckloch, da sitzt man vis-à-vis vom Künstler und lässt sich innerhalb von 3 Minuten porträtieren. Es gibt also kein Selfie, sondern ein Originalporträt. Und dahinter steckt der Tobias Gutmann. Herzlich willkommen. Tobias, guten Abend. Schön, seid ihr da. Ich glaube, wir machen uns gerade hinter diesem Face-O-Mat, damit man das ein bisschen besser kennenlernen. Das ist also die Kartonschachtel, wo ihr die ganze Zeit unterwegs seid. Der Künstler hockt hinger und ich vor, oh, da geht das Gucklöchli auf. Hallo. So Hallo. Schaut man sich von Angesicht zu Angesicht in genau. Die Augen. Was ist jetzt an diesem Automat ein Automat? Also es ist eigentlich nicht wirklich ein Automat. Es ist, ich sage immer auf Englisch, it's a human machine. Mhm. Also ich stecke hinter der Maschine und ich bediene die Maschine. Okay. Und alles andere ist analog, genau. Also ich möchte jetzt nicht ein Selfie, sondern ein Porträt von mir. Was muss ich machen als erstes? Also zuerst mal eben willkommen beim Face-O-Mat. Und jetzt kannst du da einstellen, ob du ein schwarz-weißes oder ein farbiges Porträt möchtest. Ja, also das ist klar. Ich möchte ein farbiges Porträt. Das habe ich gedacht. Ja. Und dann gibt es da eine Option von einem Facelift. Das kann man sich da sehr sympathisch, wünschen. Ja. Oder also, eher natürlich. Die Alternative wäre natürlich. Genau, das ist eher so, ja. Also Facelift ist halt so ein bisschen avantgardistisch und künstlerisch. Ja, ist klar. Also Facelift, ein heftiges möchte ich gerne. Ja, finde ich sehr gut. Muss man etwas zahlen? Genau, es hat da nebendran ein Ticket. Mhm. Es ist irgendwie verschwunden. Ja. Ja, hier gibt es eins. Ja. Ah, da wär's richtig. Und jetzt kann man das da in die Maschine reintun und dann geht es echt schon los. Ich lasse jetzt das Ticket durch den Schlitz. Super. Und der Automat nimmt es entgegen. Und genau. Jetzt wird angefangen zu zeichnen. Was kommt raus? Ein Porträt mit allen Bibeli, Runzeln und Haar? Oder wie? Ja, ich sage immer, ich versuche, den Klang von einer Person zu zeichnen. Mhm. Also, es ist mehr eine Interpretation von dem, was ich gerade in diesem Moment sehe, in einem Menschen. Ja, da kann man ja gespannt sein. Hoffentlich nichts Schlechtes. Nein, das ist.
5 Jahre lang mit diesem Gefährt in der Welt herumkutschiert. Wie haben die Leute reagiert, wenn ihr da eure Kisten aufgestellt habt? Ja, es ist immer sehr unterschiedlich. Die Leute sind eher scheuch, die sind verunsichert, andere machen irgendwie noch die Frisur zu. Ja, genau. Ist ja alles gut? Ja, es ist tipptopp, tipptopp. Ich sehe also da nichts, was Problem geben könnte. Gibt es auch Leute, die das ablehnen, weil es ihnen zu viel ist, dass man so nach beieinander ist und einander tief in die Augen schaut? Ja, es gibt immer wieder Leute, wenn ich in die Augen schaue, vor allem, es ist halt schon ein sehr intimer Moment, wo man da im Face-O-Mat sitzt. Mhm. Und es ist schon sehr persönlicher. Und ich kenne ja die meisten nicht, die ich zeichne. Und dann kann das schon manchmal so ein bisschen unangenehm nach sein für gewisse. Entstehen auch Gespräche, wie wir sie jetzt haben? Ja, ja, immer wieder. Aber manchmal ist es so einfach eine ruhige Begegnung. Es ist ja auch. Manchmal gibt es auch so Sprachbarrieren, dass ich die Sprache nicht oder dass wir irgendwie nicht die gleiche Sprache reden. Und dann, dann sitzen wir einfach still gegenüber. Und alle sind gespannt, was rauskommt. In wie vielen Ländern seid ihr denn schon gewesen? Oh, die habe ich gar nicht alle gezählt. Aber schon fast überall in Europa und in Tansania, San Francisco, Australien. Kürzlich bin ich in Hongkong gewesen, in China. Gibt es massive Unterschiede in der Art und Weise, wie eine Kultur auf so ein Eingericht reagiert? Ja, also ich habe gemerkt, der grösste Unterschied bin immer ich und wie das die Leute auf mich schauen. Weil ich bin ja der Fremdkörper. Wenn ich irgendwo herreise, wo ich noch nie war, bin ich der, der irgendwie nicht drin passt in Ort. Und Das ist schon immer sehr unterschiedlich. Aber in Tansania findet man das lustig, wenn die da mit der Kiste kommen, zum Beispiel? Ja, es ist schwierig, so zu generalisieren. Ich möchte, es gibt immer halt so einzelne Geschichten. Einzelne finden es wahnsinnig lustig, andere sind ein bisschen kritisch oder und dann, wenn sie sehen, wie es funktioniert, werden sie dann auch interessiert und können auch ein Porträt holen. Es ist immer so ein Gruppending. Irgendjemand fängt an, man erzählt es den anderen und dann kommen andere auch. Die müssen zeichnen. Ja, ich bin dran. Ah, gut. Vielleicht muss ich ein bisschen schneller. Mhm. Ich will jetzt nicht zu fest stören, aber wie kommt man auf so eine Idee? Das hat vor ein paar Jahren angefangen. Ich bin dann nach Tansania bin ich nach Stockholm gegangen und habe dort studiert. Und während dem Studium ist mir irgendwann so die Idee gekommen, ich möchte einfach Porträts zeichnen und habe so aus dem Nichts einfach angefangen. Habe eigentlich nicht gedacht, dass ich mit dem mal wieder umreisen werde. Und es hat sich dann einfach so weiterentwickelt. Aber kann man davon leben? Also tun die Leute auch in diesen Schlitzen Batzen rein? Ja, am Anfang haben sie immer einen 5-Liter-Bereich da. Und bei dir habe ich jetzt gefunden, es ist gratis. Ah, danke! Genau. So. Und die Spannung steigt natürlich, wenn der langsam die Zeit um ist. Habt ihr eine Sanduhr, die zeigt nach der Minute? Ja, genau. Dahinter habe ich, die habe ich vergessen anzustellen. Aber jetzt sind eigentlich 3 Minuten vorbei. Mhm. Und das Porträt ist da nachher. Jetzt gibt es da noch eine Unterschrift. Jetzt bin ich aber extrem gespannt. Ah, das wird auch durch den Schlitz durchgehen, logischerweise. Oi, Malevich, sehr abstrakt. Toll. Und das darf man jetzt behalten? Genau, das darfst du behalten. Es gibt noch ein Couvert und noch ein bisschen aufpassen, es ist noch ein bisschen nass, also es braucht noch ein Zeitchen zum Trocknen. Mhm. Also abstrakt auf die Stimmung zu hören, gelingt es einem immer, etwas zu machen, wo man das Gefühl hat, es hat mit dieser Person zu tun? Es ist immer unterschiedlich. Also gelingen oder nicht gelingen, ich will das nicht so schwarz-weiß sagen, aber es ist je nach Stimmung halt, es alles beeinflusst halt auch die Umgebung und den Raum. Im Publikum sind 3 andere Leute hergehockt. Ich weiss nicht, wer, aber es nimmt mich Wunder. Ich gehe jetzt mal fragen, was da ist rausgekommen. Wen darf ich fragen? Wer hat das Porträt bekommen? Aha!
Was war es für ein Gefühl, da vis-à-vis zu hocken? Großartiges Gefühl. Jemandem so direkt in die Augen zu schauen, ist manchmal schwierig, oder? Mhm. Ich sehe, der Hut ist sehr dominant und die Locken ebenfalls. Und die roten Lippen. Und die roten Lippen. Hat das Gefühl, es hat etwas mit euch zu tun? Ja, ich würde sagen. Ich bin sehr zufrieden. Gut, wunderbar. Also, habt ihr gezahlt? Nein, leider. Oh, gratis. Da bin ich froh, bin ich nicht der Einzige. Bei euch ist es Brühe, ganz eindeutig. Genau. Mhm. Würdet ihr so herhöckeln, wenn irgendjemand vor einem Haus steht mit so einem Kasten? Ja, warum nicht? Mhm. Mhm. No, mit was für Gefühlen? Ich weiß auch nicht. Einfach aus Spannung, was könnte rauskommen? Neugier, wie sieht der? Und das ist natürlich viel wertvoller als irgendein Selfie, oder? Ja, ist noch ein Herr? Ah! Das finde ich natürlich sehr spannend. ihr habt euch wieder entdeckt, oder? Ich denke schon. Wenn ich das Vettel bei den Türen würde herentun, würde die Frau schon wieder reinlassen. Ja, ist wahr. Gut. Also auch für euch ein schönes Andenken. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und wir können nur noch schnell da. Tobias, so ein Projekt braucht jedes Mal auch ein bisschen Mut. Hat man Herzklopfen, wenn ihr an einem Ort das herstellt? Ob es funktioniert oder nicht? Ja, ganz am Anfang war es schon immer so ein Schritt gewesen. Darum habe ich ja eigentlich auch die Kiste gebaut, dass ich mich so ein bisschen schützen kann. Mhm. Und dass die Person echt nicht sieht, was ich zeichne. Mhm. Und dann mit der Zeit, mittlerweile habe ich ja schon irgendwie mehr als 3000 Porträts gezeichnet. Mit der Zeit vergeht so ein bisschen die Angst und man bekommt so das Vertrauen, dass in jedem Gesicht irgendetwas zu entdecken gibt. Was passiert jetzt mit all diesen Porträts? Die sind überall verteilt auf der ganzen Welt. Also jeder, den ich zeichne, bekommt ein Porträt und behaltet es. Ich weiß nicht, was passiert mit ihnen. Also ich mache als Dokumentation mache ich immer ein Foto. Mhm. Also dann doch wieder digital? Doch wieder digital, es ist eben so ein bisschen beides. Genau. Und ja. Und aus dem Foto? Aus dem Foto entsteht letztendlich was? Ein Buch? Oder? Gibt es eine Webseite, wo man die anschauen kann. Und irgendwann, also ich habe auch schon Bücher, kleinere Bücher gemacht, irgendwann würde ich dann ein grösseres Buch publizieren mit allen Fotos und Geschichten und Zeichnungen. Genau. Ich finde es eine wunderbare Idee. Zwingt die Leute, einander wieder in die Augen zu schauen und sich dem auszusetzen, was eigentlich das ausmacht, zum Menschsein, nämlich durch die Augen in die Seele hineinzusehen. Mit den Bildern. Danke, Tobias. Genau. Alles Gute weiterhin. Ja, danke für die Vorsicht. Vielen Dank. Ja, jetzt machen wir einen Punkt. Ein Punkt nämlich zu den Kampfmönchen vom Shaolin-Kloster in China. Die sind ja in der Zwischenzeit sozusagen weltbekannt worden. Der Kombination von dem, was sie machen, nämlich der totalen Körperbeherrschung auf der einen Seite, der Meditation, die dazugehört, und der Kampfsportart, die man Kung Fu nennt und die eine über 1000-jährige Tradition hat. Mein nächster Gast ist einer der wenigen überhaupt, der in diesem Kloster vor vielen Jahren bereits als Schüler ist angenommen wurde und ordiniert, das heisst ausgebildet, Teil von diesem Orden. Und wo als Schweizer seit einigen Jahren auch hier in Luzern so eine Kung-Fu-Schule führt und auch in dem Sinn seine Schüler weiterbildet. Was da dahinter steckt, nimmt mich Wunder. Darum ganz herzlich willkommen, Roger Stutz. Herr Stutz, schönen guten Tag, guten Abend. Ah, Platz. Ja, Kung Fu, das ist all die Actionfilme, wo die berühmten Kämpfer jeweils durch die Luft fliegen. Ist das bei euch auch so gewesen, dass ihr das gesehen habt und habt gesagt, Mami, das möchte ich auch? Nein, eigentlich eher nicht. Ich war noch zu klein, glaube, um solche Sachen zu schauen. Es war eher umgekehrt, also die Mutter hat es geschaut. Aha. und er hat gesagt, schau, Bub, das wäre doch etwas für dich. Ja, sie haben eigentlich also einfach als kleiner Bub Sportart gesucht für mich und ich habe das nicht so cool gefunden. Ich habe nicht unbedingt
in Vereine gehen oder so. Und meine Mami hat immer die Sendung von David Carradine geschaut. Mhm. Kung Fu hat die geheißen. Und ich habe gedacht, oh, das ist super, das wäre doch etwas für dich. Und ja, schade gibt es das bei uns nicht, hat sie immer gesagt. Und das habe ich dann aufgeschnappt, eben mit etwa 5, 6. Und dann habe ich dann irgendwann mal gesagt, ja, wenn ich etwas machen will, will ich Kung Fu machen. Aber nicht, weil ich es auch will, sondern weil ich wusste, dass es nicht gibt. Oder? Ja, das ist die beste Ausrede, dass man nicht muss. Richtig. Genau. Dummerweise hat es es dir offenbar doch gegeben. Ja, relativ kurz darüber hat es es gegeben. Da musste ich dann so ein bisschen gehen und habe es auch nicht trauen zu sagen, dass mir eigentlich gar nicht gefällt. Und dann, ja, irgendwie nach 2 Jahren oder so, hat es mir eigentlich wirklich die Ärmel reingenommen. Und dann habe ich halt auch mehr darüber nachgelesen. Und es war noch nicht so einfach, in dieser Zeit auch etwas über Buddhismus herauszufinden. Mhm. Und ja, sind wir mal in die Stadtbibliothek gegangen und ein Buch gesucht über Buddhismus. Und da bin ich natürlich überhaupt nicht rausgekommen, logischerweise, als 8-jähriger Bub dort zumal. Und so bin ich dann eigentlich so ein bisschen. Aber es scheint euch fasziniert zu haben. Was ist denn die Faszination? Ist es das Körperliche, dass man gewinnen will gegen einen Gegner, oder dass man eigentlich mehr gegen sich selber gewinnen muss? Eigentlich schon erst das Zweite, dass man gegen sich selber auch muss ankämpfen muss. Ich mag mich gut erinnern als Kind. Ich war der einzige Bub. Die anderen waren erwachsen. Und es ist immer sehr viel von einem verlangt worden. Und irgendwie, es war ein Sport, wo man immer allein auf sich selber gestellt war. Und man konnte daraus machen, was man konnte. Und es war irgendwo immer mit sich selber beschäftigt und hat seine Ängste gehabt. Und er probierte damit so umzugehen. Und ja, man hatte nicht irgendwie einen Teamkollegen, wo man konnte darüber reden. Wie beim Schuh, dass man gesagt hat, du als Verteidiger hättest doch gescheiter, sondern ja. Selber. Ja, und wenn man selber Fehler gemacht hat, hat man die selber wieder auch müssen. Die sind eigentlich so fast ein Meister geworden, Swiss Made, oder? Wie ist es denn zu diesem Aufenthalt gekommen in diesem Shaolin-Kloster 2003? Das ist doch jetzt schon ein Moment her. Ja, das war noch etwas weiter zurückzuführen, weil 1996 oder 1995, bin ich mir ganz sicher, hat es eine Welttournee von den Shaolin-Mönchen, die hat «The Wheel of Life» geheissen. Und die haben so eine Tournee gemacht, wo sie Geld verdienen, vor allem auch für Klosterrenovationen zu machen. Und die haben dann dort mal auch gesagt, ja, wir können nicht nur einfach in den Westen reisen, um Show präsentieren, sondern wir möchten auch etwas bieten. Und haben dann in der Schweiz auch so ein Angebot gemacht, dass wir tagelang mit diesen Mönchen trainieren und von denen etwas lernen. Und die haben im Prinzip tagelang die Leute, die dort mitgemacht haben, geprüft und haben gesagt, dass die 3 Besten es dann auslesen und die kommen dann Einladung über zum und die sind auf der Welttournee die einer von diesen 3 Besten gewesen. Ja, also ich bin ja nicht auf dieser Welttournee gewesen. Nein, aber die anderen haben vielen Orten ausgelesen. Richtig, ja. Also in der Schweiz. In der Schweiz sind einfach 200 geprüft worden, die sind aber aus ganz Europa eigentlich angereist. Und ja, so ist das eigentlich erkoren worden. Aber ich habe es eigentlich schon lange vergessen gehabt, weil ich war dort eben 15, 16 gewesen, so um das. Und habe dann erst 2 Jahre später einen Brief bekommen von China selber, wo sehr schlecht Englisch geschrieben war. Und ich auch nicht so gut Englisch. Und eigentlich so ein bisschen, ja, habe ich dann müssen mit in die Gewerbeschule nehmen, um übersetzen lassen, was das jetzt genau heisst. Was meinen die jetzt genau? Ihr habt eine Feinmechanikerlehre gemacht. Richtig. Genau. Das war aber die Einladung ins Kloster. Richtig, genau. Und ihr seid gegangen? Ja, nicht gerade zuerst, oder? Weil ich bin dann eigentlich wieder mit den gleichen Sachen konfrontiert war, wie schon vor 10 Jahren als 5-jähriger Bub. Wollte ich das? Oder wollte ich das? Ja, eigentlich die Angst, die dann gesagt hat, vor dem Ungewissen. Das wollte ich nicht, ich wollte nicht weg von daheim, oder? Und da habe ich dann immer ein bisschen vorgeschoben. Dann habe ich gesagt, ja, zuerst muss ich die Lehre fertig machen, nachher dann die RS. Und nach der RS hatte ich eine Freundin. Und dann ja, ist das dort mit der mal zusammengegangen. Und dann, das ist immer ein guter Grund. Ja, genau. Ja. Neues anzufangen. Richtig, genau. Wie ist denn das gewesen? Jetzt kommt also der Schweizer da aus Luzern. Und nach China, Shaolin, Kloster, tönt wahnsinnig schick und toll. Wie war es? Nicht so schick und toll. Mhm. Es ist also vor allem zu dieser Zeit, es ist halt alles noch ohne Strom und ohne Wasser gewesen. Es ist sehr ein abgelegener Ort, wo sehr lange Tage sind. Also man hat halt immer eigentlich 7 Tage in der Woche, wo man dann kommt. Und ich habe, bevor ich die Reise eigentlich antrete, habe ich mich zuerst ein bisschen informiert, wo ist das. Und zu dieser Zeit hat es noch kein Internet gegeben. Also bin ich daheim bei meinem Vater am Globus schauen, wo das ungefähr ist. Und das ist so ein Breitengrad Tunesien. Das war so der erste Ding, ich hatte das Gefühl, dort ist warm, oder? Aber es war dann eben nicht. Und wo ich gelandet bin, hatte es Schnee. Und ich hatte dementsprechend auch Sommerkleider dabei. Super, also, gut geplant. Eine gute Planung, ja. Und ja, der Tagesablauf ist also immer eigentlich so ein bisschen von morgen um 5 Uhr bis am Abend um 10 Uhr.
Und das hat wirklich so trainiert? Körperlich oder auch meditativ? Beides. Beides, also vom 5 bis 6 war in der Regel immer Morgenandacht, also Morgenmeditation und Sutra-Rezitieren, Gebet und so weiter. Nachher ist es aber relativ schnell weitergegangen mit dem körperlichen Training. Also jeden Morgen wir müssen zum Start 24 km joggen und nachher dann 45 Minuten Spagat sitzen. Also einfach auf all drei schön bequem, ha? Da kann man ja das Heftchen lesen dazu. Ich war schon beweglich, oder? Aber so auch wieder nicht, dass ich gerade so lange konnte ausharren. Und dann sind verschiedene Trainings angestanden, halt eben, wo den ganzen Morgen dann gefüllt haben. Oftmals auch wieder theoretischen Unterricht dazwischen. Und dann am Nachmittag gab es meistens so ein kleines Uschui, ein Mittagsschläfchen gegeben, so etwa 2-3. Und geschlafen hat man am Boden, in der Kälte? In der Kälte, nicht am Boden, auf so, so wie Salottischchen sieht es fast aus. So einfach ein bequem. Ja. Ja. Und, auch die Häuser sind dementsprechend halt auch nicht unbedingt so ideal gewesen. Die sind zum Teil nicht mehr so dicht gewesen, reingetropft. Also, wir haben viel gefroren halt, das ist nicht isoliert und so. Und mag mich gut erinnern, einer ist jetzt den ganzen Tag lang sehr stark geregnet, ist aber gerade so knapp am Gefrierpunkt rum gewesen dann. Und dann hat es bei meinem Häusli, wo ich geschlafen habe, reingeregnet. Und als ich am Abend reinkam, war so viel Wasser drin gewesen. Und ja, über Nacht ist das gefroren und dann musste ich halt zum Fenster raus. Müssen. Also, daher, ja, sehr raue Bedingungen gehabt, halt auch von... Ein Meister hat euch aber den als Schüler akzeptiert, das ist etwas ganz Besonderes, oder? Ja, ja, also damals war mein Meister Cheftrainer gewesen, oder Chefinstruktor im Kloster. Mhm. Und zuerst war ich eigentlich gar nicht bei ihm eingeteilt und habe von anderen Leuten gelernt. Und er hat dann irgendwann, der Europäer hat einfach beobachtet und das Gefühl gehabt, hey, irgendwie passt mir das. Mhm. Und dann hat er sich, dann, ja, sich um mich gekümmert und so bin ich eigentlich ein bisschen zu ihm gekommen. Die Beziehung Meister-Schüler ist etwas ganz Spezielles. Ja, das ist sehr speziell. Das ist, in China nennt man das Beischen. Das ist wie ein Beglückwunsch, auch, wo man dann so seinen Meister macht, wie eine Art Adoption, wo man in eine Kung-Fu-Familie adoptiert wird. Und dementsprechend halt, so wie ein Vater-Sohn-Verhältnis pflegen. Mhm. Und das dauert an. Also man hat nie ausgelernt in diesem Sinn. Richtig, ja. Also das ist nicht jetzt irgendwie wie eine Tekko-Schule, wo man 3 Jahre besucht und dann ein Diplom macht. Sondern ja. Und dann weiss es, dann kann man hinterher lernen, muss man nie mehr etwas lernen. Ja, nein, das ist nicht. Also im Prinzip, es ist wie ein unendliches Steigen. Man ist vielleicht ein bisschen weiter oben als am Anfang, aber grundsätzlich, die hört nicht auf. Oder? Mhm. Das geht immer weiter. Wenn man als Westler in diesem Sinn Teil ist, ordiniert in diesem Orden, lebt man dann auch wie ein Mönch? Mit allen Geboten? Indirekt. Also es gibt dreierlei verschiedene Mönchsmöglichkeiten. Also entweder man tut als Kampfmönch eigentlich eine Ordinierung machen oder als akademischer Mönch oder eben so, wie ich es jetzt gemacht habe, als Sujadize. Sujadize, das ist ein Mönch, der in dem Sinne nicht im Kloster lebt, dann für immer. Und da hat man schon seine Gelübde, auch, die man ableitet, aber das sind natürlich nie so viele, wie wenn man als voll ordinierte Mönch eigentlich dann im Kloster. Ihr lebt so hier ein westliches Leben mit Frau und Kind, habt auch Freude an einem schönen Auto. Ist das nicht pfui? Nein, nein. Es ist also ich habe sehr eine hübsche Frau. Und mein Auto ist eher nicht so hübsch. Aber da lege ich auch nicht sehr viel Wert drauf. Es geht mehr darum, also grundsätzlich kann man als buddhistischer Mönch auch einen Ferrari fahren, wenn man das gerne möchte. Das ist kein Problem. Es geht mehr um die Anhaftung. Macht es mir etwas aus, wenn ich das jetzt abgeben müsste? Also, dass man wirklich die Vergänglichkeit als Teil von seinem Leben sieht. Richtig, genau. Jetzt haben wir viel geredet. Ich möchte noch irgendetwas sehen. Ja, ja. Haben wir das? Ja, kann ich schon, ja. Also, gut. Los geht's. Stuhl ein bisschen hin. Mhm. Mach einfach etwas. Muss ich aus Weg? Ja, wenn es nicht selber wehtut. Ja, ich gehe jetzt mal da. Ich tue jetzt da nicht. Kann ich auch so irgendeine Übung machen? Ja. Für Anfänger. Wir können zusammen eine machen, oder? Ein bisschen breit hinstehen. Es sieht alles ganz einfach aus. Ist es auch, wenn man es kann. Wenn man es kann, genau. Also etwas, was für die Lexik
da ist, oder? Also ja. Zwischen den Sendungen wieder ein bisschen runterfahren. Ja. Die Hände aufnehmen. Ja. Genau, so wie ein Kugeli halten. Ja. Und dann mit den Beinen hin und her und wechseln. Etwas für die Hirnhälfte. Ne? Aha. Genau. Du darfst ruhig mitmachen und nicht nur blöd schauen. Genau. Und dann gibt es eben. Dann würde man sagen, Gang Robin Gin, können wir noch ein bisschen schneller werden. Das härter und das weicher kombinieren. Ja, komme ich schon ein bisschen raus. Noch ein bisschen runter und rauf. Danke vielmals. Ja, alles Gute. Alles Gute. Ja, danke. Sie haben schöne Übungen. Sehr ästhetisch. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Fotografin, viel auszeichnete Dokumentarfilmerin, hat aber neben vielen anderen Projekten etwas ganz Besonderes gemacht. Sie hat in Papua-Neuguinea ein Dorf entdeckt, wo ihre wichtigsten Bewohner mumifiziert werden. Sie leben noch ganz oberhalb des Dorfes, werden als Mumie dort auf einen Felsen gestellt und bewachen in dem Sinn auch Bewohner und das ganze Dorf mit ihrer Präsenz. Jetzt ist es so gewesen, dass sie sich mit dem Häuptling von dem Dorf angefreundet hat und dass er gewünscht hat, dass nach seinem Tod sie seine Mumifizierung fotografisch mitverfolgt. Eine unglaubliche Geschichte, ganz speziell. Und was da alles passiert ist, möchte ich gerne von ihr erfahren. Herzlich willkommen, Ulla Lohmann. Frau Lohmann, herzlichen Dank, schön sind Sie da. Seit Sie 18 sind, reisen Sie in der ganzen Welt rum. Was treibt Sie an? Es ist die Neugierde. Ich bin unheimlich neugierig aufs Leben. Hat leider auch einen traurigen Hintergrund, weil mein Vater hat sich das Leben genommen, als ich 15 war. Und ich wollte einfach wissen, warum er das getan hat. Das Leben ist so schön, warum hat er es weggeworfen? Und dann wollte ich die Welt entdecken. Also das war auch eine Flucht oder eine Art, die Trauer zu verarbeiten, das Reisen? Es war definitiv eine Art Flucht. Mhm. Aber im Nachhinein war es eine wunderbare Flucht, weil ich habe ganz, ganz viel erlebt und entdeckt. Die Neugier hat Sie auch nach Papua-Neuguinea getrieben. Dort haben Sie einen Stamm entdeckt und wie ging das denn genau, der noch Mumien hat oder Menschen mumifiziert? Wie sind Sie da drauf gekommen? Ich habe in einem uralten Reiseführer aus den 70ern eine Zeile gelesen, dass der Stamm seine Toten raucht. Da konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Raucht. Ja, genau. Ja. Also mit der Pfeife oder ich wusste es nicht. Ich wollte es rausfinden. Es hat allerdings 2 Jahre gedauert, bis ich überhaupt bei dem Stamm war. Und dann hat der Häuptling gesagt: Nö, da darfst du jetzt nicht hin. Mhm. Ja, man kann ja nicht einfach hinkommen mit einem Fotoapparat als Touristin und sagen: Zeigt mal, wie ihr eure Verstorbenen raucht, sondern man muss sich da eingewöhnen. Wie haben Sie dann das Vertrauen? Wie haben Sie das Vertrauen geschafft? Naja, ich hatte mir das halt natürlich viel einfacher vorgestellt. Ich bin erst hingelaufen und der Häuptling hat gesagt, nee, nee, geht gar nicht. Dann muss ich wieder zurücklaufen. Man muss sich das vorstellen, das ist wirklich ganz, ganz weit weg, wo die Straße schon längst aufhört. Und dann musste ich noch 3 Stunden zu Fuß in dieses Dorf laufen. Und nach 2 Jahren sagt der Häuptling einfach so, nee, geht nicht. Am nächsten Tag bin ich wieder meine 3 Stunden hingelaufen und habe mich mit den Frauen und Kindern hingesetzt. Die haben nämlich Zeit und ich habe einfach meine Geschichte mit denen geteilt, so mit Händen und Füßen. Damals kannte ich die Sprache von denen noch gar nicht. Und Sie sprechen die Sprache heute? Aha, ja, genau. Ja, ich spreche ein bisschen. Ich spreche... Weil ich eben auch mit den Frauen und Kindern das gelernt habe. Und darüber raus hatte dann der Stammeshäuptling gemerkt, dass ich ja nicht nur seine Geschichte möchte, sondern auch einen Teil meiner Geschichte da lasse. Und das hat ihm, glaube ich, so ein bisschen Vertrauen gegeben. Und am Ende des 2. Tages hat er gesagt, jetzt darf ich endlich hin. Aber dann wollte ich nicht mehr. Mhm. Bin ich wieder zurückgelaufen, 3 Stunden zurück, am nächsten Tag wieder 3 Stunden hin. Also richtig fit muss man für meinen Job auch sein, man muss viel laufen können. Und dann haben sie natürlich alle gelacht und gesagt, okay, bitteschön, du darfst hin. Man musste einander erobern, sozusagen. Ja, man musste das Vertrauen erobern. Und das war auch so eine Prüfung, ob ich das jetzt wirklich wollte. Mhm. Mir ging es nicht um das schnelle Foto. Das ist bei mir heute tatsächlich so, dass meine Kamera ein Schlüssel zum Herzen der Menschen ist.
ich habe eine Erlaubnis, auf die Menschen zuzugehen mit der Kamera und in ihr Leben Einblicke zu erhalten. Und dieses Vertrauen muss man sich auch verdienen. Dieses Dorf hat, wie gesagt, seine Ahnen geraucht. Gab es da in dem Sinne Beweise? Also das wird jetzt nicht in der Pfeife geraucht. Ich habe dann tatsächlich festgestellt, dass das geräuchert wird. Man muss sich das so vorstellen, man hat ein Feuer und wie man Schinken räuchert, wird dann quasi der Tote an dem Rauch mumifiziert. Das ist ein Prozess, der dauert 3 Monate lang und der Stammeshäuptling Gemtasu hat seinen eigenen Vater mumifiziert. Mhm. Und wo gehen dann die Mumien genau hin? Die gehen auf einen Felsvorsprung über das Dorf, weil die Menschen dort glauben, dass die Ahnengeister über die Lebenden wachen. Das hat mir natürlich unheimlich viel Zuversicht gegeben, dass das Leben nach dem Tod irgendwie weitergeht. Mhm. Ich war das allererste Mal alleine oben. Ich bin dann über die Jahre immer wieder gekommen und der Gemtasu, der Häuptling, hat mich auch als seine Tochter adoptiert und mir irgendwann erlaubt, nachts alleine oben zu sein. Macht das nicht Angst auch ein bisschen? Nee, gar nicht. Ich fand das unwahrscheinlich toll, da zu sitzen und einfach zu merken, da ist was, was ich mir nicht erklären kann. Das ist so viel größer als ich und so irgendwie, das bewegt mich so sehr, dass ich da glauben muss in so einem Moment, dass es da noch was gibt. Dieser Kontakt zwischen dem Häuptling und Ihnen, der wurde sehr eng, Sie haben es gesagt, als Tochter adoptiert und er hat sich gewünscht, dass er auch mumifiziert wird. Ja, und zwar er hat seinen Vater mumifiziert und dann kam eben das ganze Westliche rein. Der Kontakt mit der Kirche, die ersten Australier waren dort und irgendwann war das Mumifizieren gar nicht mehr so in. Mhm. Aber der Gemtasu, der möchte das noch. Nur seine Kinder wissen nicht mehr, wie es geht. Und dann kamen wir in Gesprächen einfach auf die Idee, dass wir dieses Mumifizieren A, wieder lernen müssen als seine Kinder und B, es wird wahrscheinlich das allerletzte Mal sein, dass in dem Stamm jemand mumifiziert wird. Mhm. Und Gemtasu hat sich gewünscht, dass das auch fotografisch festgehalten wird. Jetzt üben, mumifizieren, das tönt nach Workshop der besonderen Art. Ganz genau. Wie ging das? Es war super skurril. Nämlich der Gemtasu hat sich ein Schwein ausgesucht, was ungefähr sein Gewicht hatte. Er ist rum und ja, das Schwein, nee, das ist zu leicht, das hier nehme ich. Und dann hat er dieses Schwein mumifiziert. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat ganz gut geschmeckt, aber geräuchert wurde es nicht. Das zweite war dann besser. Mhm. Und das hat tatsächlich richtig gut funktioniert. Und nach 3 Wochen war das Schwein teilmumifiziert. Mhm. Man muss ein bestimmtes Holz nehmen, man muss auch immer die Körperflüssigkeiten abstreifen, man muss die Haut so ein bisschen einpieksen und dann muss man, ich mache das mal vor, ja, man muss so die Körperflüssigkeiten nehmen und abstreifen und die dürfen nicht auf dem Boden auftreffen, man muss sie dann auf sein Gesicht auftragen, weil sonst der Geist des Verstorbenen von der Erde aufgenommen wird und nicht in den Himmel geht. Also eine wunderbare rituale Tätigkeit, die da gemacht wird. Am Schwein ist es das eine. Dann kam der Moment, wo der Häuptling das Gefühl hatte, sein Leben geht zu Ende. Wie haben Sie davon erfahren? Ganz banal mit Handy. Mittlerweile ist dort nämlich auch die Moderne eingekehrt und seit ein paar Jahren gibt es dort Handy. Und der Gemtasu selbst hatte mich so 2 Monate vor seinem Tod angerufen, zum allerersten Mal am Telefon. Er hat gar nicht verstanden, dass er mit dem Reden aufhören muss, dass ich was reden kann. Mhm. Er hat die ganze Zeit nur geredet und ich kam überhaupt nicht dazu. Er hat gesagt, Ulla, warum sagst du denn nichts? Aber er kannte, also es war sehr, sehr lustig. Und er hat zu mir gesagt, Ulla, ich bin müde und denk bitte an dein Versprechen. Wie man das so alten Leuten dann auch gerne mal sagt, nee, ich komme, bitte nicht sterben. Ich komme einmal im Jahr nach Papua-Neuguinea, um einfach den Kontakt mit dem Stamm aufrechtzuerhalten. Wir machen Fotoreisen dorthin. Gemtasu wusste diesen Termin und ich habe gesagt, ich möchte dich wiedersehen, bitte stirb nicht. Aber leider war es dann doch so weit und ich wollte am Anfang überhaupt nicht hin. Ich habe erfahren, dass er gestorben ist. Ich bin wieder nach Deutschland zurückgeflogen. Ich habe es nicht gekonnt. Ich habe mir gesagt, nein, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht diesen Moment, ich möchte nicht meinen Vater, meinen Adoptivvater so sehen. Nee, das war mir irgendwie zu viel. Nach 5 Tagen in Deutschland und nicht schlafen,
hat mich natürlich doch das schlechte Gewissen geplagt. Und Sie sind hingegangen? Ganz genau. Haben den ganzen Prozess fotografiert, mit was für Gefühlen? Ich habe am Anfang überhaupt nicht gedacht, dass ich fotografieren kann. Ich habe die Kamera in der Tasche gelassen und bin einfach nur hin. Dann hat mich aber seine Familie an mein Versprechen erinnert. Die haben gesagt, Gemtase wollte das, denk bitte dran. Und Gemtase hat zu mir gesagt, Ulla, du hast von mir den Auftrag, meine Geschichte in die Welt zu tragen. Ich habe das damals als ein Geschenk gesehen, dass er mir sein Vertrauen geschenkt hat, seine Geschichte anderen Menschen zu zeigen. Aber da habe ich das in dem Moment als eine ganz, ganz große Bürde empfunden. Mhm. Und es fiel mir unheimlich schwer. Ich habe dann im Feuer, man hat diese Gerüche, man hat diese Eindrücke, die Frauen, die singen so einen weinenden Gesang. Alles ist voller Rauch, mir tränen die Augen vom Rauch, vom Heulen. Das ist wirklich fürchterlich. Und dabei habe ich eben irgendwie noch so meine Fotos gemacht. Das geht bei mir zum Glück automatisch. Aber ich glaube, die wichtigsten Fotos habe ich hier mit meinem Herzen gemacht. Die Bilder zeigen eigentlich eine schöne Mumie. Darf ich das so sagen? Gemtase saß wirklich ganz ehrfürchtig da. Also man so hat ganz ihn auf anmutig. Einen Stuhl gesetzt, mhm. Ja. Man hat ihn auf einen Stuhl gesetzt in die Mitte des Raumes, um alle Menschen, seine ganze Familie war um ihn rum, ständig, den ganzen Tag. Man muss 24 Stunden sich darum kümmern, dass das Feuer noch weiter brennt, dass die Körperflüssigkeiten abgestreift werden. Und es war wirklich ganz berührend, wie sich auch seine Enkelkinder, die jungen Generationen, darum gekümmert haben. Und Gemtase saß da, als würde das alles mitbekommen und als würde es sich freuen. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich in sein Gesicht geblickt und da wusste ich, er ist glücklich, weil er da ist, wo er sein möchte, als Ahnengeist über uns wachend. Und jetzt sitzt er neben seinen Vorfahren, neben seinem Vater auf dem Felsen und beschützt das Dorf. Ja, und so ein bisschen glaube ich, dass er uns auch irgendwo alle beschützt, wenn wir über ihn reden, wenn wir ihn anschauen. Und irgendwo habe ich das Gefühl, dass er auch nicht nur in Papua-Neuguinea ist, sondern ein bisschen auch hier bei uns. Ja, jetzt definitiv. Sie sind eine Abenteurerin, auch mit sehr viel Herz. Für welche Leidenschaften lodert dann Ihr Blut auch noch? Ich bin tatsächlich immer da unterwegs, wo andere Leute überhaupt nicht hinkommen. Egal, ob tief im Dschungel in Papua-Neuguinea, auf irgendwelchen 7000ern oder in aktiven Vulkanen. Vulkane? Ja. Mhm. Sie lieben Vulkane? Ja. Wie kann man sie denn nicht lieben? Das ist so, ja, die meine, Kraft ich der auch Erde. Ich gehe auf den Ätna und bin weit weg, aber wie das Bild hier zeigt, Sie sitzen sozusagen am Schlund. Haben Sie schon mal so einen aktiven Vulkan aus der Nähe gesehen? Nein. Das sollten Sie mal machen. Ehrlich? Und das ist nämlich tatsächlich so, als würde man der Erde ins offene Herz blicken. Mhm. Und mir kommt das wirklich so vor, als wäre ich in dem Moment ganz, ganz klein und spüre die Erde, die wirklich ganz groß ist. In so einem Moment habe ich auch einen Heiratsantrag bekommen. Ach, ja. Von Ihrem Mann? Ja. Oh, wie schön. Und wenn Sie irgendwann mal einen Heiratsantrag an einem aktiven Vulkan bekommen möchten oder das irgendwann ist sehr zu einem romantisch. Vulkan. Man küsst sich dann durch dieses Schild. Da kann man das mal kurz abnehmen, mhm. Aber man muss unten drunter auch eine Gasmaske anziehen. Also wenn Sie mal beim Vulkan sind, bitte die Sachen nicht vergessen. Also das und das und das. Ganz genau. Und ein paar Handschuhe gibt es dann auch noch. Und so wie muss man sich dann vorstellen. Dort, wo Sie fotografieren? Naja, so die Strahlungswärme vom Vulkan ist vielleicht 800, 900 Grad, aber der Vulkan an sich ist 1200 Grad. Wir haben uns zum und das finden Sie toll? Ja, das ist super. Aber gibt das dann nicht immer die gleichen Bilder? Nee, ein Vulkan ist jedes Mal ganz, ganz, ganz anders. Und bei mir ist die Faszination, diesen Vulkan zu spüren. Und das Gespür möchte ich auch in ein Bild bannen. Und dazu muss ich natürlich ganz nah an den Vulkan ran. Ich war als erste Frau 50 Meter von diesem Lavasee in Vanuatu weg. Ich war auf einem Platz der Welt, wo vorher noch kein anderer war. Und das ist schon relativ spannend, finde ich. Ja, ich habe großen Respekt. Also meinen Heiratsantrag überlege ich mir noch. Aber Ihre Abenteuerlust beeindruckt mich sehr.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Lohmann, fürs Kommen. Vielen Alles herzlich. Gute. Danke schön für den Überschnitt. Vielen Dank. Tschüss. Bitte schön. Danke schön. Unglaublich. Ja. Wie geht's weiter nach dem Tod? Was ist denn da eigentlich? Die Geschichte, die rollen wir jetzt mit meinem letzten Gast auf. Er ist eigentlich katholischer Priester gsi, hat aber eine Frau lernen können, schlecht für diesen Beruf, und hat gefunden, er möchte mit dieser Frau zusammenleben, was er übrigens heute noch tut, und ist aus der katholischen Kirche rausgefallen worden, ist dann ein reformierter Pfarrer geworden, Religionslehrer, aber immer einer, der ein bisschen gezeugelt hat mit der Institution Kirche. Er war kritisch, hat jetzt in seinem letzten Buch aber etwas geschrieben, das wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Klapp ins Gesicht von der Institution Kirchen ist. Und zwar sagt er, eigentlich ist die Kirche zu reich, sie hat zu viele Dogmen und sie hat vergessen, für wen sie überhaupt da ist. Und darum ist seine Konklusion im Prinzip, wenn sie den Rang nicht findet, könnte sich die Kirche sogar das Leben nehmen. Oh. Das tönt heiß. Was genau dahinter steckt, das möchte ich gerne von ihm erfahren. Herzlich willkommen, Josef Hochstrasser. Herr Hochstrasser, guten Abend. So, also, Ex-Priester, reformierter Pfarrer, und der sagt, die Kirche könnte sich eigentlich das Leben nehmen. Ist das sozusagen in einem Buch eure Austrittserklärung aus dem Verein? Nein, warum nicht? Also, Sie wissen natürlich, wenn man ein Buch schreibt, dann muss man einen pfiffigen Titel nehmen. Mhm. Und da ist mir irgendwann einmal eingefallen. Ich weiß nicht, ob der liebe Gott da mitgemischt hat. Die Kirche kann sich das Leben nehmen. Da kann man natürlich negativ anschauen. Ich sehe es aber überhaupt nicht so. Man kann auch sagen, Kirche soll sich im Leben zuwenden, soll das Leben nehmen. Mhm. Das ist mein Anliegen. 500 Jahre nach dem Luther, seid ihr ein Ketzer in diesem Sinn? Also mir imponierte Luther sehr, aber nicht in allen Punkten. Zum Beispiel, dass er ein Judenhasser war. Das war natürlich nicht gut. Aber dass er Rom kritisiert hat, die Hierarchie kritisiert hat. Der Ablasshandel kritisiert. Ja, genau. Interessanterweise bin ich auf den Tag genau 401 Jahre nach dem Luther auf die Welt gekommen. Das wird etwas heissen, ja. Ja, das ist eine Art... Aber wie seht ihr euch selber, Herr Hochstrasser? Wer seid ihr? Wer ich bin? Mhm. Ich bin einer, der mitten im Leben steht. Und aus dem heraus, aus dem mitten im Leben stehen, wollen und können, auch kritisieren tut. Mhm. Die kritisiert was? Was sind die drei, sagen wir mal, wichtigsten Punkte, die der Institution Kirchen, und zwar Betonung auf Kirchen als christliche Institution, ob katholisch oder reformiert oder christkatholisch, spielt keine Rolle, vorwerfen? Es sind ja eigentlich keine Vorwürfe, sondern ich komme mit Hoffnung daher. Ich habe immer noch Hoffnung für die reformierte und die katholische Kirche. Es sind eigentlich Impulse. Und ein erster Impuls wäre der. Stellen Sie sich jetzt mal vor, man shootet und keiner fragt nach dem Ball. Mhm. Das geht ja nicht, oder? Also vergleichsweise wäre, man macht Kille, man organisiert Gottesdienst und keiner fragt nach dem Ursprung. Keiner fragt nach Jesus von Nazareth. Das ist doch ein Typ gewesen. Mhm. Ich muss das mal kurz ausführen. Jetzt gibt es eine Geschichte, da ist in die Wüste gegangen. Mhm. So mit 28, 29. Mhm. Und er heisst jetzt einem Teufel begegnet. Das war natürlich nicht der reale Teufel, sondern der Jesus von Nazareth hat in sich selber geschaut und hat dort auch destruktive Momente getroffen, dunkle Momente getroffen. Und die hat er bearbeitet. Und aufgrund von dem, dass er die bearbeitet hat, ist er in der Lage, ist er fähig, heilsam zu wirken, etwa 2 Jahre. Stellen Sie sich vor, der Trump würde das machen. Oder der Putin würde das machen. Ich meine das sogar ernst. Ja, ja, das wäre ein Impuls für die Welt. Also das heisst, für euch ist Jesus nicht jetzt primär Gottes Sohn, sondern ein linker Revoluzzer, der Fragen gestellt hat an die Gesellschaft und an sich.
Ja, ob er links oder rechts war, ist keine Ahnung. Aber ich würde sagen... Eine gegen die Institution. Ja, unbedingt, unbedingt. Aber ich denke, er hat eine fröhliche Revolution gemacht. Mhm. Und wenn sie gefragt haben, wer ich bin, dann würde ich gern, würde ich wahnsinnig gern in dieser Nachfolge stehen. Und eine fröhliche Revolution anzetteln. Also, und wo muss man ansetzen? Die Kirchen sind zu reich, sagt er. Das sind die Pfarrer, die auch Lohn bekommen. Ja, das ist richtig. Aber ja, ja, klar. Ja, ja, will ich auch nicht abstreiten. Aber jetzt müssen wir uns mit den Thesen auseinandersetzen. Zum Beispiel fordere ich wirklich, dass Kirche und der Staat getrennt werden. Mhm. Und das hat natürlich wahnsinnige Konsequenzen. Da wird das Geld natürlich ins Sand versiegen, das ist richtig. Aber mich nun Wunder, was dann passieren würde, wenn die beiden grossen Landeskirchen fast kein Geld mehr hätten. Und ich glaube, da würden ganz neue Kräfte entwickelt werden. Und auf die wäre ich gespannt. Gut, ich bin jetzt 70, ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe. Kräfte welcher Art muss man entwickeln, dass die Kirche wieder näher am Ball ist? Eine andere These heisst ja, und da gebe ich schon Antwort auf Ihre Frage, eine andere These heisst ja, man müsste aufhören, dass es Profi gibt, wie ich als Pfarrer, wo Kirche und Religion organisieren für Laien. Das ist ja so das Typische, es gibt ein paar, die produzieren und ein Haufen, die konsumieren. Also Haufen sind so jetzt auch nicht mehr, oder? Nein, aber es werden immer weniger, ja. Mein Wunsch wäre, oder meine Vision wäre, dass die Leute sich selber organisieren, selber das Heft in die Hand nehmen vom Leben. Leute wissen ja, wo ihnen das Leben unter den Nägeln brennt. Mhm. Und das wissen manchmal die Pfarrer gar nicht. Ich möchte ja sagen, ja. Aber die Philosophie, die dahinter steckt, das ist die, nach eurer Interpretation, wo Jesus in diesem Sinn gelebt hat. Ja, das war doch eine riesige Bewegung. Also, ich habe ein Bild von Jesus. Das war einer, der voll Power hatte, der eine Idee hatte und der gezündet hat, mhm. der fasziniert hat, der die Leute überzeugt hat. Und wo bleibt der Herrgott? Das ist gar nicht so wichtig. Das sagt der Pfarrer. Nein, ja, natürlich. Wir müssen unser Leben hier auf dieser Welt packen, gestalten. Und da haben wir genug Arbeit. Ich denke, Jesus von Nazareth hat das genauso gemacht. Er hat sich den Menschen zugewendet. Ihm war keiner zu dumm, ihm war keiner zu blöd. Er ist mit allen rausgekommen und hat sich allen zugewendet. Das war seine Arbeit. Mhm. Und die Kirchen haben das größtenteils vergessen. Jetzt ist es so, die Kirche bezieht sich auf die Bibel, ein Buch voller Dogmen. Wie ist denn das zu lesen? Ja. Auferstehung, jetzt haben wir Ostern vorbei. Ja. Plötzlich das Grab leer. Das Grab war nicht leer. Nicht? Nein, Jesus ist verwest in dem Grab. Vermottet. Ja, natürlich. Es tut natürlich verrückt, oder? Mhm. Aber nachher, die Leute, die um Jesus herum waren, um den geschichtlichen Jesus herum waren und gesehen haben, der ist gestorben, der ist sogar verwest im Grab. Die sind neu aufgestanden. Die haben das Leben gepackt. Also die Auferstehung ist zu verstehen als ein gedanklicher Input, eine Nachricht, eine Lebensweise, eine gewisse Philosophie von seinem Dasein weiterzutragen und nicht jetzt irgendwie... Nicht in den Himmel schauen. Nein, nicht in den Himmel schauen. Ja, noch viel mehr. Das war nicht nur ideell oder nicht nur eine Philosophie, sondern das war markante Gesellschaftspolitik. Da ist die Rede vom Stein, der weggerollt wurde vor dem Grab. Ja, der Stein, das sind Steine, die wir im Leben auch haben, wo man manchmal drüber die stürzelt. Aber diese Steine, die müssen wir wegrollen. Das ist das, was Jesus wollte. Gewisse Leute betrachten ja die Religion an gewissen Momenten als hilfreich. Also wir als Festtagsgeber, weil wir frei haben. Andere, wenn sie Geburt feiern, Hochzeit oder zur Beerdigung, dann braucht man noch Pfarrer. Das ist eine Art Tankstelle, wo man das Auto füllt. Und dann kann 700 Kilometer ohne nachher zu tanken fahren. Ja, ja. Ich hatte vor etwa 14 Tagen die letzte Trauung. Das war eine wunderbare Sache. Es waren etwa 120 Leute.
Aber das waren Leute, die grösstenteils aus der Kirche austreten sind oder vielleicht am Rand waren. Und das ist unglaublich, das erlebe ich eigentlich. Trauung für Trauung und Taufe für Taufe. Die kommen zu mir und sagen, wenn man ein Ritual so gestaltet, wenn man derart geerdet redet, wie sie jetzt, also ich will mich jetzt so nicht in den Mittelpunkt stellen, dann könnte man mit dem auch etwas anfangen. Und das wäre mein Anliegen. Wie geht's, die sind 70, wie geht es weiter nach dem Tod? Das weiß ich genauso nicht wie Sie. Ich sage auch nicht, ich glaube an Gott. Das sage ich als Pfarrer nicht. Aber ich sage aus vollem Herzen, ich hoffe, dass es Gott gibt. Und ich rechne damit. Und ich hoffe auch, dass ich nach meinem Tod in seine liebende, warme Hand darf kumpen. Sonntag am Abend, das Wort zum Sonntag. Danke, Herr Pfarrer. Von Angesicht zu Angesicht einander zuhören, einander Meinung sagen und mit dem Zuhören zu eigenen Ideen zu kommen, das möchten wir immer wieder anregen. Und ich hoffe, wir haben ein paar Impulse euch mitgeben können. Was jetzt so in der Welt draussen passiert, das wissen meine Kollegen von der Tagesschau. Wie weit dass man dort auch nachdenkt oder einfach nur handelt, werden wir erfahren. Wir sehen uns jedenfalls in einer Woche wieder. Ich freue mich, nächsten Sonntag euch wieder bei uns Gast haben. Bis dann, habt's gut. Eine tolle Woche wünsche ich. Tschüss zusammen.